if I ever get my hand on the dollar bill again. Ja, die Dollarnote. Klassiker. Siegel der Vereinigten Staaten. Auge in der Pyramide. Aber hey, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe jetzt gerade so wie so ein Déjà-vu-Erlebnis. Haben wir nicht schon mal eine Sendung mit dem Dollar angefangen? Ist es jetzt eine Wiederholung? Nee. Damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stoner, Frank und Frei. Und wir starten wieder mit dem Dollar, aber es ist nicht eine Wiederholung. Letztes Mal war es, glaube ich, als ich den Dollar gehabt habe, ging es, glaube ich, darum, um das Thema Breakaway Civilization. Ja? Dieses Auge in der Pyramide und das abgehobene Pyramidion, was über dem anderen schwebt. Heute starten wir wieder mit dem Dollar und es geht wieder um den Klassiker, dieses Logo hier drauf, das große Siegel der Vereinigten Staaten mit diesem Freimaurersymbol. Aber heute führt uns die Geschichte wo ganz anders hin. Und wir starten eigentlich bei der Frage, wir alle kennen diese Story darüber und wir haben da schon ganz viel darüber gehört, aber wisst ihr eigentlich, wann dieses Symbol überhaupt auf den Dollar gekommen ist? Das geschah in den 30er Jahren. Und um darauf die Antwort zu finden, machen wir eine unglaublich große Story auf. Es geht hier heute Abend oder heute bei uns um Nicolas Röhrig. Nicolas Röhrig, absolut faszinierender Mann, einer der ersten Weißen, die jemals in so entlegene Gegenden gekommen sind wie Tibet, Himalaya, der dort Expeditionen gemacht hat, der wirklich einen extrem großen Einfluss genommen hat. Nicolas Röhrig, ein abenteuerliches Leben, abenteuerliche Geschichte und am Ende kommen wir dann vielleicht, wenn alles gut geht, wieder beim Dollar raus. Lass uns also einsteigen und mal in diese Geschichte gehen, die uns tief reinführt, auch in Esoterik, in New Age, in Himalaya und so weiter. Es geht also um Nicolas Röhrig und das ist der Mann. Könnte man ganz viel erzählen. Wirklich eine der faszinierendsten Personen im 20. Jahrhundert, kann man sagen. Er selber ist Russe. Der Name klingt zwar deutsch, aber er hat wahrscheinlich deutsche Vorfahren, die irgendwann ausgewandert sind. Aber er ist Russe, durch und durch Russe, Nicolas Röhrig in Russland geboren. Und er ist dann zum Ende der russischen Revolution, als die Bolschewiken dann die Macht übernommen haben, dort hat er das Land verlassen. Er war zwar eigentlich schon einer, der durchaus mit der Revolution sympathisiert hat und mit den ganzen modernen Ideen, die da kamen, aber Nicolas Röhrig war ein Künstler. Das ist vielleicht, was man als erstes als Beruf gibt und ein guter Künstler. Wir werden einige Bilder von ihm noch sehen. Und als Künstler hatte er schon damals diese Sorge, dass in der Revolution, wie gehen die Revolutionäre mit der Kunst in Russland um? Denn das ist auch bei allen Revolutionen so oder sehr oft so, dass es da auch diese Bilderstürmer gibt und dass im Zuge von Revolutionen auch Kunstwerke zerstört werden, ja, die man identifiziert als Kunst des politischen Gegners. Das war in der Französischen Revolution nicht anders. Ich meine, da wurden ganz viele Kunstwerke zerstört. Und diese Sorge hatte Röhrig auch. Er war schon beauftragt von den Revolutionären dort mit Kunst, aber so die Art, wie das sich hinbewegt, das hat ihm nicht gefallen. Er wollte ja die Verantwortung nicht übernehmen dafür und hat sich dann außer Land gemacht, bevor du dann mit den Leuten dort in Konflikt gerätst. Und er ist nach Amerika gegangen, in die USA, nach New York und hat dort dann ein abenteuerliches Leben entwickelt. Er ist vor allem in erster Linie Künstler, er ist aber auch Orientreisender und daraus hat sich dann entwickelt, er ist dann auch eine Art Lehrer, Guru-Figur geworden und hochinteressant, welchen Einfluss er genommen hat. Ich habe einiges, es wird eine schöne Sendung von den Bildern her, auch weil wenn du über einen Künstler eine Sendung machst, dann kommt auch die Kunst. Und Kunst muss aber nicht immer schön sein, aber bei Nicolas Röhrig ist sie schön. Also finde ich persönlich, muss ich wirklich sagen, seine Bilder gefallen mir sehr gut. Hier gleich mal ein Beispiel von seiner Kunst. Die ist halt sehr inspiriert eben von diesen Himalaya-Landschaften. Das ist wirklich so das zentrale Thema von seinem Leben. Und er hat einen Stil zu malen, der zum einen schon realistisch ist, also halt Berge, aber zum anderen echt, finde ich ganz toll, die Farben, die er da einsetzt. Das sind wirklich großartige Bilder, so meiner Meinung nach so. Das ist Nicolas Röhrig ist eine faszinierende Figur. Und wie so viele faszinierende Figuren, über die wir hier reden, möchte ich auch heute da versuchen, den gar nicht so sehr zu werten. Denn der hat in einer anderen Zeit gelebt und war ein absolut faszinierender Mensch. Aber es sind auch einige Dinge, finde ich, auch zutiefst suspekt oder gehen auch ins Düstere rein. Aber es geht nicht darum, den Einzelnen zu werten. Er hat in seiner Zeit gelebt. Und
Ja, Nicolas Röhrig. Also er ist eben dann nach Amerika gekommen und war damals schon ein charismatischer Typ, noch bevor er überhaupt nach Asien gekommen ist. Und er hat dann in Amerika dann relativ schnell in New York Leute kennengelernt, die sehr, sehr reich waren, also Upper Class. Ja. Und so kam es auch, dass ihm hier seine erste Orientreise finanziert wurde. Und er hat insgesamt zwei große Reisen gemacht. Und damals, wir reden in der Zeit 20er, 30er Jahre, da war Reisen im Himalaya noch schwieriger als es heute ist. Es ist heute auch schon immer noch ein Abenteuer. Aber ich habe ja jetzt mal noch irgendwo hier mehr mitgebracht. Allein schon die Reiseroute, die er da unterwegs hatte, also die klingt heute noch nach einem absoluten Abenteuertrip, selbst wenn du es heute machst. Es ging los in Sikkim, das ist im Norden von Indien, durch den Punjab, Kaschmir, Ladakh, das Karakorum-Gebirge, Khotan, Kashgar, Karachar, Urumqi, Irtysh, das Altai-Gebirge, Mongolei, Zentral Gobi, Kansu, Zaidam und Tibet. Ich meine, hey, wow, ich habe dir jetzt vorgelesen und nicht bei jedem Ort weiß ich auch nicht genau, wo es ist, aber allein der Zauber von diesen Orten, also für jemanden, weißt du, der so ein bisschen Fernweh hat, das ist ja wirklich eine abenteuerliche Reise. Also ich meine, das ist echt faszinierend, Röhrig, einer der Ersten, der diese Trips gemacht hat. Ja. Ich bin ja überhaupt den Namen Röhrig das erste Mal, das wollte ich eigentlich auch noch erwähnen, das erste Mal, dass ich den Namen Nicolas Röhrig jemals wahrgenommen habe, es ist wirklich witzig. Das ist in den Büchern von Howard Phillips Lovecraft, H.P. Lovecraft, den ich ja auch schon erwähnt hatte. Ich glaube, es war im Zusammenhang mit der Antarktis. Lovecraft, immer wieder interessant so. Und tatsächlich, Lovecraft hat auch schon Röhrig erwähnt von seinen die verstörenden und seltsamen Bilder des Nicolas Röhrig. Von denen spricht Lovecraft. Ich meine, wenn man sich die Bilder anschaut, so seltsam und verstörend sind sie gar nicht. Aber hey, das ist die dichterische Freiheit. Aber damals hatte ich schon diesen Namen Röhrig gehört, von diesem Abenteurer, der dann, ja, also seltsam verstörende Geschichten auf jeden Fall, die da um den gegangen sind. Ne? Weil der eben als einer der Ersten dort in diesen Ländern und Regionen war und halt, wo bis da die Europäer echt nur so Projektionen reinschicken konnten, wie es halt aussieht in Ladakh. Oder in Hochtibet, in den Altai-Gebirgen. Weißt du, da sind auch verschiedene Kulturen dort am Start. Wir reden nicht nur vom Buddhismus, wir reden auch von dem tantrischen Buddhismus, der eng verwoben ist auch mit noch was Älterem, Archaischen, Mongolei, Altai-Gebirge, das ist auch alte Schamanenland und so weiter. Also wirklich hochinteressante Gegenden, wo der da unterwegs war. Der Mann, der ihm diese erste große Reise gesponsert hat sozusagen, war ein amerikanischer Industrieller mit dem Namen Horch. Die Amerikaner sagen Horch. Wir Deutschen können es aber richtig lesen. Der Mann heißt eigentlich Horch. Und das finde ich interessant. Ich habe das jetzt nicht genauer nachrecherchiert. Das wäre so ein Ding, wo man noch weitergehen könnte. Aber der Name Horch lässt natürlich gleich aufhorchen. Denn ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber Horch ist eine wichtige Familie auch in Deutschland. Das waren Autopioniere. Und aus der Firma, aus dem Autopionier Horch, das ist ähnlich wie Porsche oder Opel, das waren alles irgendwelche Ingenieure mal am Anfang, die diese Motoren entwickelt haben. Und eben auch Horch war auch so einer. Und aus Horch wurde dann irgendwann, hat man sich noch zusammengetan mit anderen Firmen. Und es wurde dann die Firma Audi draus. Heute Audi. Und tatsächlich, die Lateiner unter euch werden es ja wissen, weil Audi ist ja der lateinische Imperativ für höre zu. Audi. Also Horch. Ja, nur ein kleines Ding am Rande. Ich weiß allerdings nicht, ob jetzt die Familie Horch in New York, ob die irgendwie verwandt war mit den Horchs in Deutschland. Aber hey, ich meine, fällt ja mal sofort auf. Ja, ja, dieser Horch hat ihm dann nicht nur seine Himalaya-Reise gemacht, gesponsert, sondern hat ihm dann auch man hat dann auch in New York ein ganz großes Gebäude gebaut. Typisch Manhattan-Style, also für die frühe Zeit, so man war es 20er, 30er Jahre. Ein Hochhaus sozusagen gebaut für Röhrig und sein Wirken. Röhrig war eben nicht nur Künstler und hat dementsprechend auch eine Art Museum halt gebraucht, um die Bilder auszustellen. Er hatte auch politische Interessen, wobei Politik vielleicht vom Begriff her zu kurz gegriffen ist. Es ging ihm wirklich um Gesellschaftsordnung, um eine Art spirituelle Revolution oder sowas, die wir Menschen machen können. Und ihr merkt ja schon, wie nah das an diese New Age-Gedanken geht. Und das Gebäude, das ihm da gebaut wurde,
Das ist ein Foto davon. Steht heute immer noch. Das nennt man das Master Building. Das klingt auch schon schöner. Das Master Building in New York. So könnt ihr es finden. Master Apartments von Hoch gebaut. Die Idee war, dass so die unteren Geschosse irgendwie einen Platz bieten, ein Forum für Röhrichs Kunst und auch für Veranstaltungen, Seminare und so weiter. Und die oberen Geschosse sind dann Apartments von Nicholas, die halt da zur Verfügung standen. Ne? Er hat sich dann irgendwann relativ bald, ein paar Jahre danach mit dem Horch, haben sie sich zerstritten. Und es gab dann auch dann richtig großen Streit und mit Anwälten und so weiter, wie das halt manchmal ist. Und ich glaube, heute ist das Röhrich Museum, es gibt in New York immer noch ein Röhrich Museum, es ist aber, glaube ich, nicht mehr im Master Building. Bin ich mir nicht ganz sicher, ich war selber auch leider noch nicht da. Aber ich glaube, wenn man heute die Röhrich-Bilder anschauen will, muss man in New York woanders hingehen. Das hier ist der Grundstein sozusagen zu diesem Master Building, was wir gerade gesehen haben. Und interessant ist hier schon so ein bisschen so diese Symbolik. Auch 1929 wurde der gelegt. Was wir hier schon sehen, wenn wir es nachher noch genauer sehen, das mit diesen drei Punkten im Kreis, das ist ein Symbol, was Nicholas Röhrich entwickelt hat, das Röhrich Peace Symbol. Und was man auch sagen muss, als dieses Gebäude dort eröffnet wurde und diese Grundsteinlegung war, das war eine große Veranstaltung in New York. Eine Veranstaltung, zu der einige Honoratioren der Stadt gekommen sind, aber vor allem war es so eine Veranstaltung, die sehr geprägt war, durchwoben war, so von Freimaurerlogen. Die sind auch alle oder manche zu denen auch mit Abzeichen gekommen und so weiter. Was wir dort sehen, ist sozusagen 20er Jahre New York Upper Class. Wir haben dort Geld natürlich, reiche Leute, Wall Street. Wir haben dieses esoterische Milieu, eben Freimaurer und mittendrin so eine schillernde Figur wie Nicholas Röhrich. Wir werden auch auf diesen Grundstein nachher nochmal in einem anderen Zusammenhang kommen, aber fahren wir jetzt mal ein bisschen vor mit Nicholas Röhrich und seinem Wirken. Das hier ist eine Statue von Nicholas Röhrich, die findet sich im, das heißt glaube ich, Institute for Philosophical Research, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und das ist eine private Akademie, die gegründet wurde von Manly P. Hall. Manly P. Hall, ganz, ganz bekannter amerikanischer Okkultist, oder zumindest weiß ich nicht, ob man ihn Okkultisten nennen kann, weil es ist dann schon gleich wieder so wertend. Ein Kenner, einer, der sich mit Freimaurerei viel beschäftigt hat, der selber bestimmt auch in irgendeiner Loge war und der eine ganze Reihe von Büchern in seinem Leben veröffentlicht hat, die heute noch Klassiker sind, Standardwerke in Englisch, rund um Themen Maurerei, Logenwesen und so weiter. Und der hat eben auch dieses Institute for Philosophical Research gegründet, wo du heute noch studieren kannst, diese Themen, und wo es auch eine riesengroße Bibliothek gibt mit Fachliteratur, einer der besten auf der Welt wahrscheinlich. Und dort ist auch zentral dieses, das ist in der Bibliothek, steht auf dem Tisch, das ist so ungefähr so groß, diese Statue, steht dort in der Bibliothek auf dem Tisch, um dort auch sogar nochmal diesen Röhrich-Spirit so ein bisschen zu verbreiten. Ich habe das aus zwei Gründen gewählt, zum einen um zu zeigen, wie groß der Einfluss oder das Erbe von Röhrichs Werk immer noch ist auf diese esoterische Szene, möchte ich es jetzt mal nennen. Und zum Zweiten, was aber super interessant ist, was er da in der Hand hält. Das ist nämlich eins der erstaunlichen Geschichten hier bei Röhrich. Es gibt ganz viele Bilder, in dem Fall eine Statue, aber auch viele Bilder, die er selber gemalt hat, wo immer dieses kleine Kästchen hier auftaucht. Meistens hat er, aber auch seine Frau, er war verheiratet, seine Frau Helena Röhrich, spielt eine wichtige Rolle in der Geschichte. Auch sie, bestimmt eine faszinierende Frau in ihrer Zeit auch. Und gibt auch Bilder von ihr, wie sie dieses Kästchen hat. Ja. Und dieses Kästchen, das ist echt eine erstaunliche Geschichte. Röhrich hat erzählt, er hätte irgendwann mal in seinem Leben hätte er einen Stein bekommen. Er selber nannte ihn den Stein der Chittamani. Chittamani, das ist Sanskrit und lässt sich so frei übersetzen wie der Stein der Vernunft. Da sind wir auch schon ganz nah dran an Stein der Weisheit und so weiter. Und tatsächlich, lass uns das nur mal in Erinnerung rufen, um zu erkennen, welche Besonderheit diese Story mit diesem Chittamani-Stein hat.
Weil dem Thema Stein, dem begegnen wir ganz, ganz oft, oder? Ich meine nicht nur, weil wir hier bei Stoner sind. Also auch mein Name hat da irgendwie, damit zu tun. Aber es ist auch, wir begegnen ganz oft. Ich meine, wir haben schon drüber gesprochen, oder weiß ich gar nicht, ob wir es hier gemacht haben. Aber wo dieses Steinphänomen überall auftaucht, Heiliger Gral. Was Wolfram von Eschenbach beschreibt, der Stein, der aus dem Himmel fiel, ein grüner Karfunkelstein. Wir haben den Stein der Kaaba in Mekka, auch ein uraltes Heiligtum, wo Geschichten gehen, dass früher der Stein mit dem Menschen kommuniziert hat. Wir haben schon drüber gesprochen oder auch noch nicht, aber wir haben die Geschichte von den Kristallschädeln in Mittelamerika, Lateinamerika. Auch dort Schädel, die kommunizieren mit dem Menschen. Das ist auch immer so diese Geschichte. Wir reden nicht nur von Steinen, sondern Steine, mit denen irgendwie Kommunikation stattfindet. Also auch beim Gral ist es auch diese Geschichte. Wenn du den Gral in der Hosentasche hast, der macht was mit dir. Das ist nicht einfach nur irgendein Stein. Man könnte selbst Sachen wie Ayers Rock, von den Eingeborenen Uluru genannt, könnte man da auch nehmen. Also auch das ist auch nur ein Stein. Der größte Stein der Welt. Liegt in Australien, da in der Wüste rum. Wie auch immer der da hingekommen ist, weiß auch keiner. Mir begegnet ein Thema ganz oft. Ja? Und das finde ich so interessant, dass Nicolas Röhrig jetzt halt auch mit dieser Story auf einmal ankommt. Er sagt, er hat diesen Stein bekommen. Und er hat diesen Stein der Chitamani, sagt er, der kommt vom König der Welt, den er wiederum lokalisiert in Asien, in den Welten von Shambhala. Von dort soll sozusagen dieser Stein der Chitamani an ihn gegangen sein, damit er, Nicolas Röhrig, sozusagen wirken kann auf dieser Welt, weil er derjenige ist, der würdig ist dafür und auserwählt, wie auch immer. Und deswegen hat er so den Stein bekommen und der soll ihm sozusagen eine Legitimität geben, um sein Wirken zu gestalten. Ne? Das ist ein Thema, was er dann sein ganzes Leben lang immer wieder aufgegriffen hat. Also er hat auch Bilder gemalt, auch hier wieder so ein Stein. Wir wissen nicht, wie dieser Stein ausgesehen hat vom Nicolas Röhrig. Das ist das Ding, er hat nie jemanden gezeigt. Er hat nur das Kistchen vorgezeigt. Aber der Stein, der ist nicht für unwürdige Augen, hat er gesagt. Also kein anderer hat den jemals gesehen. Aber er selber hat eben Bilder davon gemalt. Er hat ihn beschrieben, diesen Stein, als eine Art Dreieckform, pyramidenmäßig. Es war auch die Rede mal davon, von grünlich, was wir jetzt hier nicht erkennen, aber es hieß irgendwie grün. Was interessant ist, weil so auch der Wolfram von Eschenbach den Heiligen Gral beschreibt, als grüner Karfunkel sozusagen. Und er hat ihn halt immer wieder gemalt. Und das ist so ein typisches Bild von Röhrig in seinem Style. Wirklich, mir gefällt das mit den Farben, finde ich super so. Wo er dieses Thema halt aufgreift, diesen Chitamani-Stein. Auch wiederum mit seiner eigenen Symbolik versorgt. Auch hier sehen wir wieder diese drei Kreise, das ist das Röhrig-Peace-Symbol und so weiter. Und das spielt permanent eine Rolle. Interessant ist auch die Geschichte, wie er an den Stein gekommen ist, weil man denkt sich, okay, er hat den Stein ja vielleicht dann auf einer von seinen langen Expeditionen mitgebracht. So würde man sich das vorstellen. Ich meine, er ist als Erster mit nach Tibet gekommen und vielleicht hat er dort von irgendeinem Eingeweihten, weißt du, diesen Stein bekommen. Aber nichts da. Er hat den Stein in New York bekommen. In New York, und zwar von einer Bankiersfamilie oder von Bankiers. Diese Holzkiste hier, das soll die Originalkiste sein, mit der er den Stein bekommen hat. Als er noch, ich weiß nicht, ob er da in einem Masterbuilding gelebt hat oder in irgendeinem Hotel oder sowas. Jedenfalls wurde ihm das hier zugetragen, so diese Schachtel und also diese Holzkiste. Und in dieser Holzkiste drin soll eben diese kleine Kiste gewesen sein mit dem Stein drin. Und das ist interessant, ich meine, wenn man hier genau schaut, da oben kann man auch so erkennen, so ist sein Name Röhrig und dann Place Vendôme oder sowas, wo der gelebt hat. Da. Aber hier, von wem kommt das? Also das hier, was da steht, das ist sozusagen der Absender. Und da steht dann Bankers Trust. Ha, das ist natürlich interessant. Bankers Trust. Ja. Also angeblich von den Bankern hat er so diesen Stein bekommen. Das ist natürlich super interessant, weil es dann auch schon wieder diesen Link herstellt zwischen der Hochfinanz und diesen okkulten, esoterischen, auch Herrschaftsgedanken, König der Welt und so weiter. Sehr interessant. Ja. Von denen soll er diesen Stein bekommen haben. Es wird natürlich auch spekuliert, was der Stein, gab es den wirklich oder nicht? Und ich sag mal ganz ehrlich, also wissen tut es keiner, weil er hat den Stein nie vorgezeigt. Also es ist eine reine Glaubensfrage, ob es diesen Stein gab. Und ich bin mal ganz ehrlich, ich glaube es nicht.
Ich weiß es nicht, es gibt auch Leute bei euch, die werden es vielleicht anders sehen, aber aus meiner Sicht, und das ist halt auch eine subjektive Darstellung natürlich, aus meiner Sicht ist Röhrig auch so ein klassischer Trickster. Also das ist der auch mit Tricks arbeitet. Ja, und ich glaube nicht an diese Story mit dem Stein, sondern für mich sieht es so aus, wie er hat halt, weil er halt in dieser esoterischen Lebensweise drin war, kannte er genauso wie die Geschichten, die ich euch erzähle, über diese ganzen Steinlegenden, die wir haben, und da fallen ihm noch viel mehr, die kannte er natürlich auch, mit denen war der vertraut. Ich meine, der war vertraut mit der Rosenkreuzer-Lehre, mit anderen Dingen aus seiner Zeit. Der war natürlich sehr eng vertraut mit den Lehren der Theosophie, Madame Blavatsky, diese ganze 19. Jahrhundert-Esoterik, das kannte der, das war dem sein Metier, da war der Meister darin, der kannte auch diese Bücher so. Das war ein intelligenter Mann, ne? Und aus meiner Sicht ist der Verdacht sehr, sehr groß, dass er sich da einfach bedient hat und dann halt auch das halt mit eingewoben hat in sein eigenes Lebensnarrativ. Weil das ist es irgendwie, ich meine, der hat definitiv ein abenteuerliches Leben gehabt, wo man auch Anerkennung findet, weißt du, für diese Reisen, die gingen ja zum Teil über Jahre. Das waren bestimmt nicht mehr einfache Dinge. Das ist heute noch so, wenn du in diese Gegenden gehst, kann ich sagen, das ist abenteuerlich. Aber damals war es noch viel krasser, also auch entbehrlich und so. Ja. Hat alles durchgezogen, ja. Schon Respekt. Aber diese Steingeschichte, ich persönlich glaube es nicht. Man hätte es auch einfach zeigen können. Aber was halt so auch dazu interessant ist, ist dahinter eben diese Story überhaupt von Shambhala und dem Stein, den er da vom König der Welt irgendwie bekommen hat. Und diese ganze Herrschaftsgedanke so. Ja. Und tatsächlich spielt es eine große Rolle auch bei Nicolas Röhrig. Der hat dann auch noch eine zweite große Reise unternommen, also zwei große Reisen. Die eine habe ich schon gemeint, die ging so in den Himalaya rein, das andere ging so Innerasien und so, auch China, Mongolei und so weiter. Und er hatte da auch so Visionen entwickelt von politischer Art. Wir müssen uns an die Zeit reinversetzen. Es ist 20er, 30er Jahre. Das heißt, es kommt dann auch der Zweite Weltkrieg, kündet sich schon an. Und auch so diese ganze Kolonialzeit, die Asien ja damals noch geprägt hat. Man spürt schon, es geht an so ein Ende. Ja. Und er hatte so diese Vision entwickelt von, wie hat er das genannt? The Sacred Union of the East. Das könnt ihr nachrecherchieren. So ist der stehende Titel. The Sacred Union of the East. Und seine, also auf Deutsch wäre es die Heilige Union des Ostens. Und seine Vision war eine Art buddhistischen, tibetisch dominierten Gottesstaat zu errichten. In Tibet, Mongolei und Teile von China, wer weiß, vielleicht sogar Japan oder sowas. Wir sind noch in den 20er, 30er Jahren. Ja. Also da war das so seine große Vision, eine Art Superstaat aufzubauen. Unter Herrschaft der Mönche und letzten Endes unter Herrschaft vom König der Welt. Denn diese Sacred Union of the East war dann in seiner Vision von einem aufkommenden New Age, einer neuen Zeitalter, sollte diese Sacred Union of the East, angeführt von den tibetischen Lamas und den Weisen von Shambhala, die sollte dann irgendwann sozusagen auch über allen anderen Ländern stehen. Auf der Welt und über allen anderen Religionen auch sein. Und sozusagen so die Führerschaft, die Regentschaft haben, um die Menschheit in ein neues Zeitalter zu transformieren. New Age. Versteht ihr? Das ist so der Zeitgeist natürlich. Und wir begegnen diesem Zeitgeist total oft und haben das hier auch schon gehabt. Letztes Mal haben wir über die Fabian Society gesprochen, die auch genau diesen Anspruch auch haben. Ein neues Zeitalter, ein neues Leben, einen neuen Menschen herbeizu züchten, wie auch immer so. Und in eine ähnliche Richtung geht halt auch das Wirken von Nicolas Röhrig. Dort halt mehr in diesen esoterischen Bereich rein. Ein Zeitalter, ein neues Zeitalter würde dann heißen, wo alle erleuchtet sind und wir alle im Grunde genommen Buddhisten sind und spirituell leben und so weiter. Das war so seine Vision. Und es ist ja durchaus ja, auch eine angenehme Vision vielleicht. Also wird vielleicht manche von euch geben, die sagen, also, was ist daran so schlimm? Es ist vielleicht ja gar nicht das Verkehrteste, wenn wir alle irgendwie friedliebende Buddhisten wären und so weiter. Es ist nur so, dass das halt auch wiederum nur unsere Projektion ist. Dass wir meinen so, ja, Buddhisten, das ist alles friedliebend und so. Und die Tibeter, das auf dem Dach der Welt, das sind da die braven Mönchlein. Das stimmt natürlich so nicht.
Also die Wahrheit ist dort auch eine andere. Es gibt auch in Tibet einen Nationalismus. Es gibt auch innerhalb der Mönche Aggressionen. Vor ein paar Jahren war das erst so, viele von diesen tibetischen Mönchen sind dann gar nicht mehr in Tibet, sondern vor den Chinesen geflohen nach Indien. Und in Indien, da gibt es tibetische Klöster im Norden, oben im Himalaya. Oder vor ein paar Jahren war es bei dem einen Kloster so, da war wochenlang, über Wochen und Monate, hat das ganze Kloster wurde außen abgeschirmt vom indischen Militär, weil die in dem Kloster aufeinander geschossen haben. Irgendwie, da ging es um die Nachfolge, wer darf dann irgendwie die Herrschaft aufhaben. Das hat eine ganz, sind ja für uns auch ganz ungewohnte und direkt okkulte Organisationen. Da gibt es dann die Gelbkappen und so weiter. Und der indische Staat hat das ja auch nicht eingemischt. Ich erwähne das auch nur, und ich könnte da zig mehr Beispiele bringen, und ich war auch selbst in Indien, habe mich mit den Tibetern auseinandergesetzt. Ich war über einen Monat in der Gegend von Dharamsala, wo jetzt so die Exilregierung der Tibeter ist, und das ist das Bild, was wir von Tibetern haben, ist Projektion. Das ist das, was ich sagen möchte. Also das heißt, so diese Idee von the Sacred Union of the East, die sozusagen als spirituelle Spitze hier die Welt regiert und die Menschheit transformiert hin zu einem spirituellen Gottesreich, das halte ich für nicht nur falsch, nicht nur Träumerei, ich halte es letztendlich sogar für gefährlich, weil Gottesreich ist schon da. Weißt du? Ich habe es, glaube ich, schon mal zitiert, ich mache es wieder, weil es einer meiner Lieblingstextstellen ist, Bob Marley, der so gesungen hat, so "Preacher man, don't tell me, heaven is not the earth. Because I know that you don't know what life is really worth." Auf Deutsch so frei gesagt, so Preacher Man, Prediger, erzähl mir nichts über den Wert von Leben. Ja. Weil ich weiß, dass hier die, was Leben wirklich bedeutet. Und du willst mir erzählen, ja, hier der Himmel ist nicht auf der Erde. So. Das ist immer dieses Projizieren ins Jenseits. Ja, wenn du dann gestorben bist, dann kommst du in den Himmel. Aber hier, um das geht's. Ja. Hier ist der Himmel, hier ist das Paradies, wir als Menschen mit lebendigen Seelen im Körper, weißt du, wow, das ist das, um was es geht. Das Leben steht im Mittelpunkt und nicht diese Projektion auf irgendwas anders. Und ich warne immer wieder davor, vor diesen Leuten, die sozusagen am Leben per se was rummodeln wollen, ob es wie letztes Mal die Fabianer sind oder ob es diese ganze Transhumanistengeschichte ist oder eben auch im Spirituellen, im Geistigen, indem man sagt, so, indem man eine Religion entwickelt, die Aufmerksamkeit wegrichtet von der Erde, also weg von einem selbst auch. Und das ist so, wo meine Kritik da auch ansetzt. Da. Und ganz ehrlich, wenn es da auch Leute glauben, dass das würde einen gerechten Staat geben, da möchte ich auch nur daran erinnern, an die Zustände in Tibet, bevor die Chinesen dann gekommen sind. Und die da auch nicht die Guten sind. Weißt du, wir müssen da rauskommen aus diesem Lagerdenken. Die China, die verfolgt seine eigenen Interessen. Aber die mehr, die Tibeter bringen, wie das war das friedliebende Tibeterreich, dann kamen die bösen Chinesen, das stimmt einfach auch nicht. Denn bevor die Chinesen gekommen sind, war Tibet ein Gottesstaat. Und das hat bedeutet, dass die Mönche haben regiert. Und alle anderen, die dort gelebt haben, im Grunde haben wir eh nur Bauernfamilien letztens oder Hirten, muss man sagen, die waren unfrei, die waren völlig leibeigen. Und die hatten keinerlei Rechte und auch extrem verarmut und so weiter. Also das ist, weil die Mönche sagen, ja, hey, hier das Leben auf der Erde, das hat eh keinen Wert. Du musst dich ja vergeistigen so. Also es ist egal, ob du hier auf der Erde so in Armut lebst. Ein ähnlicher Gedanke wie auch beim Christentum. Weißt du? Wie geht da der Spruch irgendwie, die Erde ist ein Jammertal oder sowas. Ja? Das ist, was Mali gemeint hat, dieses Vertauschen. Nee, die Erde ist kein Jammertal, sondern das ist unser Himmel so. Weißt du? Ja, aber egal, ich schweife ein bisschen ab, aber macht da auch nichts, gehört aber trotzdem so zum Thema. Ja, wir sind aber bei Nicolas Röhrig, der eben diese Visionen hatte, der Sacred Union of the East, die dann letzten Endes sozusagen die Welt transformiert und die Menschheit ins goldene Zeitalter wieder reinführt. Naja, und weil er eben ein charismatischer Mann war, dieser Nicolas Röhrig, hat er eben leicht, oder fiel es ihm leicht, auch Kontakte zu finden hin zu wirklich einflussreichen Leuten. Ich habe schon über den Rorty erzählt, mit dem er sich aber dann verstritten hat. Aber der nächste Mann, mit dem er dann richtig gut zusammenkam, das ist dieser hier. Auch schön Porträt im Röhrig-Style. Das ist Henry Wallace. Das ist Henry Wallace. Der war ein wichtiger Politiker in der Zeit von der 30er Jahre in den USA. Das ist die Zeit von Präsident Roosevelt.
Und jetzt kommen wir auch schon wieder langsam näher zu unserer Dollarmarke. Ja, weil Roosevelt war ja derjenige, dessen Politik wurde geprägt von dem, was er New Deal nannte. New Deal. Auf der Dollar, hier auf dem Siegel steht da auch eben diese Geschichte mit Novus Ordo Seclorum. Novus, new, eine neue Ordnung, einen neuen Deal machen. Merkt ihr die Ebenen dort, wie die sich berühren? Hier allein schon das Bild ist interessant. Ja? Henry Wallace war Agrarminister in den USA. Jetzt würde man auch denken, okay, Agrarminister, das ist dann vielleicht doch nicht ganz so wichtig, aber wir dürfen sie unterschätzen. In 30er Jahren in den USA war der Agrarminister sehr, sehr wichtig. Das war die Zeit der großen Depression und überhaupt war Amerika damals noch wesentlich ländlicher als heute. Und in diesem Ministerium, da wurden auch diese Pläne entworfen für so große Projekte, also ganz im ganz Großen, diese amerikanische auch Landwirtschaft umzustellen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Parallelen erkennt. In dem Denken von Nicolas Röhrig, so dieses neue Reich aufbauen und auch diesen Ideen von New Deal, die Gesellschaft komplett umdrehen, also eine völlig neue Grundlage setzen. Kollektiv denken, kollektivistisch gedacht und so weiter, groß gedacht, auch mit so einem Vertrauen auf, man kann auch mit Neuorganisation, Technik wirklich ein neues Zeitalter erreichen. Also auch das, bizarrerweise berührt sich das da und spiegelt diesen Zeitgeist wider. Ja, und wenn man, und Henry Wallace als Agrarminister, heute würde man sagen, ist nicht so der Wichtigste, aber hat eine wichtige Rolle gespielt. Henry Wallace, der galt als einer von, wie haben die Amerikaner gesagt, ich glaube von den Smart Guys oder so ähnlich. Präsident Roosevelt, der hatte eine ganze Reihe von Politikern, die relativ jung waren, zu denen auch Wallace gehört, die relativ jung waren und die, wie soll man sagen, die mit neuen Ideen kamen. Die Amerikaner sprechen von Progressive. Und übrigens, ich glaube, das habe ich letztes Mal gar nicht erwähnt, Progressive, das ist, wenn die Amerikaner von progressiver Politik reden oder progressiv Politiker, dann meinen die damit im Grunde genommen sozialistisch. Dieser Begriff Progressive in amerikanischen, in Verbindung mit Politik, der kommt von dieser Fabian Society. Das ist nur ein anderes Wort, weil Wolf im Schafpelz, ich meine, sozialistisch darf sich nicht nennen in Amerika, mögen die nicht, also nennt man sich progressiv. Und das war eben damals bei Henry Wallace, war einer von diesen progressiven jungen Politikern, die da dieser großen Wirtschaftskrise eben begegnet sind, indem die radikal den Staat umdrehen wollten. Da sind auch einige radikale Dinge passiert in der Zeit von Roosevelt, das ist da, wo die Amerikaner alles Gold eingezogen wurde, durftest kein Gold als Privatbesitz mehr haben, solche Geschichten. Das lief ja damals in den 30ern. Ne? Und der New Deal ging eben auch, um Amerika so zu verwandeln. Ne? Ja, was hat jetzt der Henry Wallace mit unserem Nicolas Röhrig zu tun? Tatsächlich ist es so, dass Henry Wallace ein Schüler war von Nicolas Röhrig. Ein Schüler war. Und tatsächlich, der Röhrig hat ihm auch einen Schülernamen verpasst. Jetzt weiß ich nicht mehr, habe ich mir den hier aufgeschrieben. Es war so ein Name aus der Gralslegende. Wie hieß er denn nochmal? Galahad, genau. Galahad hat er ihn genannt. Also auch eine interessante Connection schon, wie Röhrig sozusagen sich auch aus diesem Gralsmythos bedient. Ich habe es ja vorhin schon gemeint mit dem Stein, der kannte diese Dinge. Ja, und so hat er dann seinen Schüler, hat er Galahad genannt. Ja. Und das ist natürlich jetzt richtig spannend, wenn ein amerikanischer Spitzenpolitiker, der echt Einfluss hatte, wenn der in einem Guru-Schüler-Verhältnis steht, zu so einer schillernden Figur wie Nicolas Röhrig. Das ist natürlich sehr interessant. Ja. Und tatsächlich war es auch so, dass eben, und jetzt kommen wir hier zu diesem Dollarzeichen, also zu dem Great Seal, was auf dem Dollar ist. Denn das Siegel ist schon älter. Das Siegel hier, das große Siegel, das ist in der Zeit entstanden des jungen Amerika, 18. Jahrhundert, wo auch eben diese logenmauerischen, das war eine Freimaurer, diese Revolution gemacht haben in Amerika. Das sieht man ganz vielen Dingen. Und aus der Zeit stammt dieses Siegel. Aber die Idee, das auf die Dollarnote zu machen, das kam, also sagt man, auf Anraten von Nicolas Röhrig, der eben über Henry Wallace Einfluss hatte bis ins Weiße Haus rein. Und der halt gesagt hat, dieses Logo, der, weiß nicht, wie er das entdeckt hat, ey, das spiegelt doch genau unsere Vision wider.
das hat das Leuchtende und auch der Spruch mit dem neuen Zeitalter und auch diese ganze Symbolik, das kannten die, weil Henry Wallace war genauso wie Roosevelt, das waren auch alles Freimaurer. Das war ein Esoteriker, ein Okkultist, also die sind diesen Traditionen aufgewachsen, das kannten die alle. Und deswegen waren die auch alle begeistert, auch Roosevelt war begeistert, oh ja, das ist eine super Idee, lass uns das, doch dieses Logo, was wir eh schon haben und was doch auch jetzt unsere Vision eines neuen Amerika, einer neuen Welt entspricht, lass uns das doch auf den Dollar machen. Damit wir gleich sozusagen, der Dollar als Schein ist ja auch, man könnte sagen, manifestierte Energie. Und lass uns die prägen, weißt du, lass uns das da drauf geben. Das war so die Grundidee. Da mögen manche von euch vielleicht sagen, das ist doch abergläubisch, das hat doch nichts mehr zu tun. Aber hey, weißt du, ich meine, die Leute, ihr denkt vielleicht, das ist abergläubisch, aber ich meine, Henry Wallace denkt halt einfach anders. Das ist das Ding. Es geht auch nie darum, was ich jetzt glaube oder ihr, sondern wir machen das, um zu verstehen, so wie diese Leute denken. Und das, aus welcher Motivation heraus die dann handeln. Was dann wiederum bei uns ankommt, so mit New Deal und Gesetzen. Weil ja, klar, heute reden wir über Amerika, aber dasselbe Thema und wir werden dem auch begegnen. Kannst du auch, wenn du in Deutschland schaust, die deutsche Geschichte. Das ist auch ein super spannendes Thema, die okkulten, esoterischen Verbindungen von Nationalsozialismus und Esoterik und so weiter. Das ist so die amerikanische Variante davon. Und ganz ehrlich, die ist so weit weg nicht. Das ist nämlich das, weil was wir hier sehen, ist immer dieser Zeitgeist, wie der in Deutschland damals auch war, dieses Kollektivistische, dieses Brechen mit dem Alten aus heutiger Zeit erscheint es fast schon naiv, diese Gläubigkeit, ey, wir starten jetzt in ein neues Zeitalter, wir machen den Menschen neu. Und da gab es die verschiedensten Ansätze. Ja, es gab so den Weg, den Nationalsozialisten gegangen sind, es gab diese ganzen Eugenik-Geschichten, über die wir schon gesprochen haben. Das, die gemeinsame Klammer, unter der das alles stattfindet, ist eben diese Denkweise, der Mensch und das Leben, so wie er ist, es ist halt nicht gut genug. Ist halt des Teufels, gleich vom überhaupt, manche glauben ja, die ganze Welt wurde vom Teufel geschaffen oder wie auch immer, es ist halt nicht gut genug. Und deswegen muss es verändert werden, geschmiedet oder mit, durch Bevölkerungskontrolle, was auch immer so. Und das ist ganz wichtig, weil dieses Thema hier, das bringt eben die Verbindung von diesem Zeitgeist hin in den Westen, nach Amerika und in diese ganze, wie das dann aufgegangen ist, in dem, was wir heute New Age nennen, diese ganze New Age-Geschichten und so weiter. Und die haben dort eben unter anderem ihren Ursprung. Ja. Henry Wallace war ein ambitionierter Mann. Der hatte auch Ambitionen aufs Präsidentenamt und man hat ihm das auch zugetraut. Man hat gemeint, ey, der Wallace, der könnte mal Nachfolger werden von Roosevelt. Tatsächlich ging das aber nicht, als dann Wallace endlich am Start gewesen wäre. Das war dann schon nach dem Zweiten Weltkrieg. Und zu dem Zeitpunkt hat sich in Amerika auch das Klima dann sehr verändert. Und diese ganzen Geschichten, seine Verbindung zu Nicolas Röhrich, die sind ihm dann auf die Füße gefallen. Weil da haben wir gesagt, hey, es kann nicht sein, dass einer Präsident wird, der hier Schüler ist von so einem nicht-christlichen, weißt du, und so hat sich das verändert. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging Amerika langsam so dieses McCarthy-Denken los. Und da konnte man diese Dinge dann nicht mehr ganz so offen aussprechen. Und das hat dann seine Karriere sozusagen danach geschadet. Aber das war ein einflussreicher Mann. Ja, und dem haben wir es zu verdanken, dass wir hier das Great Seal auf dem Dollar haben. Weil die haben eben auch den Dollar neu gemacht, die ganze Wirtschaft hat sich verändert und so weiter. Hier noch, wo wir schon dabei sind, ein kleiner Fun Fact am Rande. Fun Fact ist ein blödes Wort, aber halt ein kleines Ding am Rande, ihr kennt das ja. Schmeiß immer mal so Dinger rein, das finde ich auch sehr interessant. Ich weiß nicht, ob ihr es direkt kennt, wahrscheinlich nicht, also ich hätte es auch nicht direkt erkannt. Aber ihr habt alle schon gehört, was das ist. Das hier ist Camp David. Camp David. Kennt ihr alle. Camp David ist so der Landsitz des US-Präsidenten. Dort auf Camp David, da empfangen die Präsidenten andere Staatsmänner und manchmal mal so eine andere Atmosphäre als in Washington D.C. So, dort ist es ein bisschen weniger förmlich, so auf dem Land, es ist schöne Natur dort, Sommers wie Winters und man kann sich da ganz entspannt hier am Pool auch zusammentun. Und dort wird Politik gemacht, Camp David. Was die wenigsten wissen ist, als Camp David gegründet wurde, als Landsitz für den Präsidenten und nicht für irgendeinen Präsidenten, sondern für jeden Präsidenten. Also wenn du Präsident wirst, bist du Hausherr von Camp David für die Zeit deiner Präsidentschaft. Eingeführt wurde es eben auch zu der Zeit von Henry Wallace und von Roosevelt. Und als es eingeführt wurde, hat es noch einen anderen Namen gehabt. Damals hieß es nicht Camp David, sondern damals hieß es Camp Shangri-La. Das ist kein Witz.
Camp Shangri-La. Und Shangri-La, das ist ein Begriff, das Shangri-La oder auch Shambhala, beides meint das Gleiche. Die Begriffe kannst du austauschen. Das beschreibt eben diesen Mythos, den es im Himalaya gibt, den es im Buddhismus gibt, von einem unterirdischen Reich unterhalb des Himalaya. Und in dem soll eben der König der Welt regieren. Und das soll ein Reich sein, wo ein Reich voller Spiritualität, aufgestiegene Meister, die dort die ganze Zeit nur meditieren und Yoga machen und in höchsten spirituellen Sphären irgendwie sich bewegen. Das ist die Idee von Shangri-La und Shambhala. Und finde ich nur interessant, wenn man da sieht, wie weit der Einfluss reicht. Also, die haben das Camp Shangri-La genannt. Das war damals so die Idee von amerikanischer Politik. Danach, der dann danach kam, der Präsident, hat es dann gleich umgetauft. Und der hat es dann Camp David genannt. Und seitdem bleibt es wieder hier. Nur auch so schön zu sehen, welchem Hirten folgt man denn? Weißt du, Camp Shangri-La oder Camp David? Also eben das Lager Davids. Ja, dann sind wir dann wieder eben in der jüdisch-christlichen Narration angelangt. Ja. Aber eigentlich war es Camp Shangri-La. Ja, der Röhrig hat sich ganz viel mit diesem Shambhala beschäftigt. Seine zweite große Reise, die er unternommen hat, die wurde finanziert vom US-Agrarministerium. Eben durch diese Connection mit Henry Wallace. Er hat ihm das Ganze bezahlt. Man hat ihm dann auch einen offiziellen Grund gegeben, ja, warum das US-Agrarministerium eine Expedition ins Himalaya finanziert. Weil die gingen auch lange Zeit in innere Mongolei und so weiter. Das ist eine schwierige Expedition. Und offiziell war der Grund, man hat gesagt, ja, die Expedition, die soll in Asien, die soll mal nach Kräutern Ausschau halten. Kräutern und Pflanzen, die man dann in Amerika brauchen könnte, um die, das war eben auch 20er, 30er Jahre, da gab es diese große Dust Bowl-Problematik in Amerika. Ganze Gegenden im mittleren Westen, vor allem Oklahoma muss man nennen, die sind irgendwie total zerstaubt, die ganze Gegend. Also das ist eine ganz schlimme Geschichte gewesen dort. Landwirtschaft ging halt einfach nicht mehr, da ist was umgekippt. Und da hat man eben offiziell gesagt, ja, die Lösung ist ja vielleicht irgendwo irgendwelche Kräuter, Wüste, Gobi, mal gucken, wie die das da machen und soll unsere Forscher ein paar Kräuter mitbringen. Deswegen schickt man die jetzt mal 2 Jahre auf Tour. Die Wahl war aber, dass Nicolas Röhrig eben auf der Suche war nach Shambhala. Er wollte diesen Eingang finden in Unterwelten, um Zugang zu bekommen, um eben dann mit dem König der Welt Kontakt aufzunehmen. Zu sagen, ja, ich bin ja hier der Träger vom Chittamani-Stein und weißt du, das war so die eigentliche Idee. Und diese Reise war natürlich abenteuerlich und Röhrig, diese Reise hatte auch schon so ein bisschen das Ende von seinem Einfluss in Amerika markiert. Weil was natürlich passiert ist, er hatte dann Kontakt zu ganz vielen verschiedenen Geheimdiensten. Und das liegt auch in der Natur der Sache. Ich würde ihm das gar nicht vorwerfen. Ich meine, muss mal gucken. Er ist also Russe. Also russisch geboren. Also spricht die Sprache. Er ist Russe, lebt aber in Amerika hat Verbindungen in amerikanische Politik. Er bereist Gebiete, wo zum großen Teil noch damals England die Hand drauf hatte, also Indien und so weiter. Ja. Und es geht auch um diese asiatischen Länder. Das war noch die Zeit, wo das mit Japan dann schon sich abgezeichnet hat, kommender Zweiter Weltkrieg und so weiter. Und es ist mit Sicherheit so, wenn du damals rumgereist bist, dann hatten natürlich alle Geheimdienste hatten Interesse an dir. Alle wollten hören, was hast du denn erlebt? Ich meine, man konnte damals noch nicht so, es gab noch nicht so viele wirklich aus erster Hand Informationen. Wie sieht es denn aus im Sikkim? Oder wie sieht es denn aus noch weiter oben, dann Richtung Tibet? Und wie sieht es denn aus in der inneren Mongolei? Das wusste man nicht. Und natürlich haben alle Geheimdienste an dem irgendwie was gezehrt. Und es scheint auch so, als ob es eben dem Röhrig auch ein bisschen geschmeichelt hat. Ja? Plötzlich ist man wichtig und dann hat er wohl so eine Art Doppel-, Dreifach-, Mehrfach-Agenten-Ding aufgebaut. Und wie gesagt, das kannst du wahrscheinlich gar nicht vermeiden, weil du musstest ja dann diesen Geheimdiensten irgendwie Rede und Antwort stellen. Die Engländer lassen dich einfach nicht weiterreisen, wenn du dort jetzt nicht erzählst, dass du dem ein paar Informationen gibst. Und so ist er dann auch, ja, hat er eben diesen Ruf bekommen, irgendwie eventuell zu spionieren. Und ja, wir haben es schon angedeutet, nach dem Zweiten Weltkrieg ist in Amerika die Stimmung gekippt. Und dann alles, was da irgendwie Asien und Sacred Union of the East, und das war dann auf einmal verdächtig. Und dann ist er mehr und mehr so auch sein Stern dann am Verglimmen gewesen. Aber er wollte Shambhala finden. Und dann eben aus Shambhala vielleicht dann die Welt transformieren. Da gibt es ja auch rund um diese Shambhala, Shangri-La, da gibt es ja die abgefahrensten Legenden auch in Tibet, die sich erzählt werden, die auch in Schriften stehen, also in den Klöstern dort gehalten werden. Und auch da,
Es ist eben nicht so, dass die Buddhisten, und ich rede jetzt gerade von diesem tantrischen Buddhismus, von Tibet, dass sie alle so friedliebende Peaceniks sind. So. Das ist keineswegs so, sondern diese Shambhala-Mythen, die sind auch sehr, da ist sehr viel Gewalt drin. Die decken sich wunderbar mit diesen ganzen apokalyptischen Mythen, die wir auch hier im Westen haben, in der Bibel, das Armageddon-Szenario und so weiter. Und auch in der jüdischen Geschichte, dass eben dann diese Endzeit kommt, die sein muss, damit dann der Messias kommt. Und das webt sich dort wunderbar ein. Diese Geschichte vom Messias, bei den Christen ist es dann der Christus, der wiederkommt, das jüngste Gericht und so weiter. Und in Shambhala gibt es eben auch diese Mythen. Dort ist diese Erlöserfigur, die erwartet wird, ist dann Maitreya. Nennt man Maitreya. Ist ein Avatar sozusagen, eine Inkarnation vom höchsten Buddha, wenn du willst, der dann kommt, um dann, und so beschreibst du die Shambhala-Mythen. Das ist natürlich, im Buddhismus ist es auch vielfältig. Wenn du mit einem Thailänder sprichst, der wird dir das vielleicht anders erzählen. Aber in Tibet erzählt man sich so diese Shambhala-Mythen, die sind dann, dass eben, wenn dieser Maitreya kommt, dann wird der die Armeen aus Shambhala anführen. Armeen, die dann in eine letzte finale Schlacht gehen und interessanterweise, die haben auch schon ihren Gegner in diesen Schriften, haben die auch schon den Gegner definiert, das ist der Islam, bei dieser Shambhala-Geschichte. Wahrscheinlich halt auch regional, weil ich meine, die haben sich halt damals schon berührt. So, ja. Und da reden die auch so, Maitreya führt dann, weißt du, die Shambhala-Forces so in die letzte Schlacht. Und es geht sogar so weit, Leute, und ich weiß, ab da wird es dann wirklich auch diffus. Dass es sogar Einflüsse gibt von diesem Shambhala-Denken in diese modernen kollektivistischen Systeme, die wir in Europa haben. Nationalsozialismus in Deutschland, aber eben diese stalinistisch geprägte, was weiß ich, wie man es nennen, halt Stalinismus in der Sowjetunion. Es geht um dieses kollektivistische Denken, den Menschen umformen. Kannst du sagen, als Kommunist bist du nicht weit weg von dem, was ein Mönch ist. Es geht nicht mehr um dich selber, es geht, du bringst dich in eine Gruppe ein, zwangsmäßig. Und der Mönch schert sich, also du gibst dein persönliches, dein individuelles gibst du ab. Das ist nicht so sehr anders. Und tatsächlich gibt es glaube ich, im Zweiten Weltkrieg oder auch schon vorher, in dem russischen Bürgerkrieg, der auf die Revolution folgte, also die Weißen gegen die Roten, da gab es wohl auch schon Truppenverbände, die so mit so Shambhala-Symbolen rumgelaufen sind und die sich gesehen haben, obwohl die jetzt für den Kommunismus, für Stalin gekämpft haben, war deren Vision schon, hey, diese Stalin-Geschichte, das ist ja nur die Vorstufe zur Sacred Union of the East. Super interessant. Und in dem Zusammenhang, weil es ja da auch eben verschiedene Fraktionen gibt, hat man vorher schon in Tibet, die sind sich auch nicht alle einig, ist auch nochmal interessant zu erwähnen, nur diese kleine Geschichte, es gibt ja diese Story, und auch da weiß ich nicht, wie sehr sich das verifizieren lässt, aber sie hält sich ganz lange schon, dass es 1945, als der Krieg zu Ende ging, dass in Berlin sollen ja auch tibetische Mönche gewesen sein. Eine Gruppe, die dann alle tot aufgefunden wurde, die haben dann auch kollektiv Selbstmord begangen so halt, und wo man auch nicht weiß, was haben die da eigentlich verloren? Interessant, auch in dem Zusammenhang könnte man natürlich erwähnen, das wäre dann auch gleich wieder eine völlig neue Sendung, die Himalaya-Expedition, die Deutschen losgeschickt haben. Auch das. Weißt du? Und auch da ging es um Shambhala und diese Geschichten. Ne? Und also das hält sich halt wacker, diese Mythen, dass dort im Himalaya, oder besser gesagt unterm Himalaya, unterirdisch, dass dort halt die Macht ist und die Könige der Welt sind. Ne? So interessant, weil die Theosophen, Leute so rund um Helena Blavatsky, die haben ja diesen Mythos auch forciert. Helena Blavatsky, die ja eine ganz wichtige Person ist, auch da wieder absolut faszinierender Mensch in ihrer Zeit, unglaublich als Frau, welche Freiheit die sie auch genommen hat, diese Reisen und so weiter. Aber ich sehe es auch, ihr Wirken halt sehr kritisch, diese ganze New Age-Geschichte sehe ich kritisch. Und das heute ist auch nur Teil, unsere Sendung heute ist auch nur Teil von einer ganzen größeren Reihe, wenn wir vielleicht noch öfter diesem Thema begegnen und sind es auch schon. Diese Madame Blavatsky, die hat ja auch schon diese Visionen eben den Menschen zu verändern. Und das ist, um was es hier immer wieder geht. Um Veränderung. Und sie hat ja ihre Informationen, wie sie selber gesagt hat, sozusagen gechannelt. Und eben von diesen Kräften, von denen Röhrig auch redet. Die aufgestiegenen Meister, Maitreya, Madame Blavatsky, die hat sich immer darauf bezogen, auf Master Moriah. So hat sie ihren Meister genannt. Und wer ist dieser Master Moriah?
das ist kein Wesen in Fleisch und Blut oder vielleicht schon, aber irgendwie eher eine spirituelle Entität, die eben in Shambhala residiert, in Innererde, also unterhalb des Himalaya. Und wie gesagt, es geht mir nicht darum, was ich glaube oder nicht. Es geht darum, diese Geschichten sind Mythen und andere glauben an die, andere forcieren die, andere reisen dahin, um den Eingang zu finden. So. Und wer weiß, ich sage auch nicht, dass ich nicht dran glaube. Ich bin Freigeist, ich habe es nicht mit Glauben. So. Ich meine, ich nehme das einfach mal hin, diese Information. Und weil ich selber auch lange in Indien war, so, es gibt einige Dinge, die beim ersten Hören, die du nicht glauben würdest, sie dann doch als wahr ausstellen. Also ich will das jetzt hier gar nicht werten, ich will euch nur die Infos geben. So. Und das ist auch so interessant, weil aus diesen Master Moriah Figuren oder Aleister Crowley hat da auch noch so einen dort irgendwie noch am Anfang gechattelt. Daraus haben sich dann, und es kam eigentlich dann auch in der Zeit, in den 30ern hat sich das dann so langsam gewandelt, da, und vor allem in den 40ern, da wurden aus diesen aufgestiegenen Meistern, die in Shangri-La, Tibet, aus dieser ganzen Mythologie, wurde dann auf einmal die Alien. Der Alien-Mythos. Und da ist uns das auch schon mal begegnet. Auf einmal hat man von Aliens gesprochen. Die Connection war zuerst, ging es mal so, waren es immer so diese aufgestiegenen Meister aus Tibet oder sowas. Und dann kam irgendwann mal, kam glaube ich Sirius mit rein. Ja, da kommen Schwingungen aus Sirius. Und dann ist es langsam umgekippt und heute sprechen alle nur von, wenn gechannelt wird, von irgendwelchen, ja, kosmischen, was gibt es da alle, die weiße Bruderschaft und all diese Geschichten so und alles Alien und so. Aber ey, das ist genau das Gleiche, was früher mal Blavatsky oder eben auch noch Nicholas Roerich, die haben halt von aufgestiegenen Meistern gesprochen, von Innererde, Shambhala. Aber zurück zur amerikanischen Politik und zu diesen Ideen eben einer neuen Weltordnung. Diese Ideen und Leute wie Nicholas Roerich, die hatten auch Einfluss auf die Gründung der, zuerst hieß es der League of Nations und daraus wurde dann später die Vereinten Nationen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und auch da ist hochinteressant, diese okkulte Connection. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, über die Connection hin zu den Fabianern und Turtle Bay, Manhattan und so weiter. Aber es gibt eben auch diese Verbindung rein in dieses Esoterische. Das hier, was wir hier sehen, das ist ein Bild aus dem UN-Gebäude, dieses United Nations Headquarters in New York. Da ist das der Meditationssaal, den es da gibt. Und der Meditationsraum, der wurde designt auch von dem zweiten UN-Generalsekretär. Das war ein Schwede, der hieß, den Namen muss ich mir echt immer aufschreiben, Dag Hammarskjöld. Und das war der zweite UN-Generalsekretär, also ein wichtiges politisches Amt auf der Welt. Gleichzeitig war dieser Hammarskjöld aber echt ein interessanter Mann, der war auch das, was man einen spirituellen Menschen nennt, eben auch ganz angetan zu diesen östlichen Lehren, Indien, Tibet, Buddhismus und so weiter. Und eben diesen ganzen Röhrig-Stuff, so von dem ich rede. Und tatsächlich hat dieser Mann höchstpersönlich diesen Raum designt. Das ist eigentlich schon ungewöhnlich vom Politiker, ja? Ich meine, er hat den Raum designt. Ich möchte euer Augenmerk auf diesen Stein richten. Der leuchtet jetzt hier ein bisschen bläulich, aber im Grunde genommen ist es so ein schwarzer Steinblock, der dort steht. Und auch das, ich muss euch das nicht mehr alles aufdröseln, welche Relevanz es hat, hier rund um dieses Thema, schwarzer Steinblock und so. Und was interessant ist, es gibt diese Gerüchte, ich kann es nicht bestätigen, aber es hält sich wacker so, ja? Auch schon ganz lange. Dieser Meditationsraum, der ist in diesem Hochhaus irgendwie relativ weit oben, ich weiß nicht mehr genau, welches Stockwerk so, aber relativ weit oben. Und es gibt Gerüchte, dass von dort, wo dieser schwarze Monolith steht, dass es dort im Boden, durch das Gebäude durch, eine Steinsäule gibt, die durch das komplette Gebäude durchgeht, bis in das Fundament von dem Gebäude. Und das sozusagen, wenn du hier in diesem Meditationsraum deine Hände drauflegst, hast du sozusagen eine steinerne Verbindung bis in den Grundstein. Und bei dem Grundstein wiederum, und auch da, ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht, aber es wird sich halt erzählt, da soll angeblich ein Bruchstück dieses Chitamani-Steins von Nicholas Roerich sein. Ja, dieser Stein der Chitamani, angeblich ist er dann in mehrere Teile zerbrochen oder war es vielleicht schon immer. Ähnlich vielleicht wie auch der Stein von der Kaaba. Ja, das ist auch so, da sind mittlerweile mehrere Fragmente, das war aber mal einer. Ja, das haben solche Steine manchmal an sich. Ja. Wir reden von Energy, die können auch mal zerbrechen. Weiß nicht genau, wie bei Roerich das war, ob er den schon in mehreren Teilen bekommen hat. Aber es sollen eben dann Teile von diesem Stein sollen dann ihren Weg gefunden haben. Und ich
Bin mir nicht sicher, ob das wirklich stimmt oder ob das nicht Leute durcheinander schmeißen, dass auch in der Grundsteinlegung zu diesem UN-Gebäude einer von, so ein Teil von diesem Röhrestein sein soll. Möglich, vielleicht auch nicht. Aber wo es ganz sicher ist, ist eben das, was wir vorhin gehabt haben hier. In diesem Grundstein von dem Master Building. Hier, dort ist es wohl ziemlich, oder dort wird, was heißt ziemlich sicher, ich persönlich glaube ja gar nicht, dass es diesen Stein überhaupt gibt, aber dort wird gesagt, dass man, das hat der Röhrich damals auch gesagt, großes Ding, ja, wir haben eben einen Teil von diesem Chitamani-Stein hier in diesem Grundstein mit reingebaut, damit der sozusagen ausstrahlt auf das Master Building. Und das Master Building, das sind eben dann die Meister, die dann wiederum weiterstrahlen dann und die Menschheit halt führen. Wohin auch immer so. Das ist so diese Idee. Aber das finde ich natürlich ziemlich abgefahren. Also überhaupt ja dieser UN-Meditationsraum und auch eben, dass uns da sofort dann wieder eben so ein schwarzer Monolith begegnet. Man könnte da auch noch viel mehr jetzt an dieser Stelle abbiegen. Da gibt es noch mehr interessante Dinge. UN-Meditationsraum, Stichwort Sri Chinmoy, eine weitere sehr interessante Figur, ein Guru, ein Meister. Der riesen Einfluss hat auf UN-Politik und so weiter, aber passt heute nicht ganz rein, lass ich mal weg. Aber nur so ist für die Leute, die weiter recherchieren wollen. Sri Chinmoy ist auch interessant. Führt uns dann auch wieder rein in die Rock'n'Roll-Geschichte. Beide heute nicht, andermal. Das ist jetzt noch, wollte ich euch unbedingt noch zeigen, weil es begegnet einem immer wieder, wenn man es weiß. Das ist dieses Röhrich-Peace-Symbol. Auch da, Röhrich hat eben Einfluss genommen auf die Politik und seine Vision war eben Weltfrieden. Und das ist ja das Ding, da bin ich auch wieder dabei. Klar, das klingt eigentlich schon gut, Weltfrieden, was alles in eins und wir haben eine Weltreligion, alles ist Peace. Also so eine schöne Idee eigentlich so, ja. Und auch dieses Peace-Symbol finde ich auf jeden Fall wesentlich ansprechender als das, was wir heute als vermeintlich als Peace-Symbol haben, was im Grunde nur die Menschenrune umgedreht ist und aus dem aufrechten Menschen wird der Gehängte, ein Symbol eher dann für den Tod. Übrigens eingeführt von Bertrand Russell, auch eine sehr schillernde Figur, die man mal genauer anschauen muss, auch eher mit Fabian, Vergangenheit und so weiter. Deswegen dieses Peace-Symbol, was da alle so unbedarft oder viele so unbedarft so vor sich hintragen, würde ich nie benutzen. Das finde ich durchaus ansprechend so. Trotzdem, auch Röhrich ist nicht mein Ding, aber sollte man halt mal gesehen haben. Ja, ja was so das Interessante jetzt auch eben ist, bei diesem New Age-Gedanken auch, das ist ja wie eine Zusammenfassung von allen Religionen. Das ist ja so diese Idee, es ist auch eine neue Weltreligion. Man sagt ja auch, ja, die verschiedenen Religionen, die bringen immer den Stress. Und dabei gibt es doch da eine Einheit. Und das war eben auch so diese Idee, diese Sacred Union of the East, die wäre sozusagen das Oberhaupt, aber im Grunde genommen würden sie alle anderen Religionen dort auch an Bord nehmen. Vielleicht so ähnlich, wie man das, da habe ich jetzt gar kein Bild dabei, weil es wäre auch wieder eine eigene Geschichte, aber ihr kennt es vielleicht so, Astana, die neue Hauptstadt von Kasachstan, da gibt es auch den Tempel der Weltenreligion, auch da, wo dann die verschiedenen Symboliken miteinander verschmelzen, aber trotzdem einer durch die Herrschaft. Und das kann natürlich nur der König der Welten sein, aus Shangri-La, Shambhala. Ja. Und Das sehen wir auch natürlich in seinen Kunstwerken immer schön, wie er eben aus verschiedenen Religionen auch die Motive bringt. Das ist natürlich eindeutig hier Christus, ja? Isa, also ich glaube das Bild heißt auch Isa, eben immer in den Bergen, auch in diese Themen von Versuchung. Ja? Hier nochmal Christus und das ist auch wieder so halt hier das Böse, was den Christus versucht. Aber hier auch auf dem Bild super interessant. Zum einen eben diese Bergwelt, das ist das Symbol Himalaya, weißt du, dort ist diese Wildnis. Aber dann eben, was sehen wir hier? Sehen wir schon diese modernen Städte. Und es ist auch tatsächlich eine Connection, also bezahlt es auch klingen mag, zwischen diesen Shambhala-Mythen und eben USA. USA sollte eben die Speerspitze sein von dieser neuen Menschheit, von dieser neuen Weltordnung. Der Schwertarm, wenn du willst, des Königs der Welt. Amerika ist es so. Und gerade auch diese modernen Großstädte und New York in den 20er, 30er, war definitiv die modernste Stadt der Welt. Also die Architektur, diese Hochhäuser. Und da gab es Leute, so, da wurde auch so der Mythos genährt und Röhrich hat halt auch dazugehört, immer diese Narrative auch anzuschüren, dass hier New York das neue Shambhala ist und dass eben schon diese Hochhäuser das so zeigen, ja, weil das ist eigentlich so. Das ist als Wissen, was aus Shambhala kommt und so weiter. Das ist echt ein bizarres Geflecht, wie er diese Dinge da vereinen wollte. Hier auch, das ist auch ein Bild von Röhrich. Das Bild heißt Armageddon. Auch da eben diese Idee
des finalen Zeitalters, dieses Gut- und Böse-Denken, was gegeneinander kämpft. Und danach kommt halt dann endlich das neue Zeitalter, das Novo Ordo Seclorum, die neue Weltordnung. Das ist so die Idee. Und davor muss halt dann erstmal eben dieser ganze Chaos-Teil sein. Also eigentlich so Stories, die wir immer wieder begegnen. Ja? Und jetzt wird es aus Tibet erzählt. So. Ja, und dann auch noch mehr Religion. Das ist so offensichtlich Mohammed. Ja, also hier sieht man ganz typisch arabisches Gewand. Man weiß es auch, die Bilder haben alle Namen. Also das ist jetzt keine Interpretation von mir. Aber was hier auch interessant ist, weil hier kommt noch eine weitere Symbolik rein, auf die ich aufmerksam machen möchte hier. Das ist natürlich jetzt für Moslems ist das absolut heretisch, so ein Bild. Ja, ich bringe es aber nur, weil es halt hier, also nie, um niemanden zu provozieren, aber sozusagen Mohammed, der hier nicht an den einen Gott glaubt und betet, sondern der da irgend so eine Art, ja, was ist denn das? Ein Wesen, was da so aus dem Rauch entsteht und was da so ein brennendes Gefäß vor sich herträgt. Ja? Ja, das ist so eine Art Gral-Symbolik. Gral habe ich auch schon oft hier drüber gesprochen, das halte ich für sehr wichtig. Und das kommt ja auch wieder zum Vorschein, ein Feuergral. Das finde ich auch sehr interessant, weil auch das ist eben, und mein Röhrig, der kannte sein Stuff, anders kann man es nicht sagen, diese Geschichte von Feuer und ein Feuergefäß, das ist auch in einer weiteren Weltreligion, kann man nicht sagen, aber in einer weiteren alten Religion spielt es eine Riesenrolle. Und er bedient sich eben aus all diesen Dingen und all den Religionen, möchte die so zusammenfügen. Von was ich rede, ist Zoro. Ach, sag ich jetzt richtig? Zoroastrismus. Ist das richtig? Zoroaster. Altpersisch. Okay? Das ist heute Länder wie Iran, im Norden von Iran und dann dieses kleine Land Aserbaidschan. Dort gibt es diesen Feuerkult. Schon ganz lange. Und dort gibt es unter anderem solche Dinge, so fast mannshohe Gefäße. Das ist der Feuergral, in denen dort mit Feuer gearbeitet wird. Ist auch hochinteressant, ist auch super spannend, wenn wir so überlegen, Aserbaidschan, das ist so ein ganz kleines Land nur, die sind heute sind die bekannt, weil die halt all diese brennbaren Rohstoffe liefern, Erdöl, Erdgas. Und tatsächlich gibt es in dieser Gegend, Aserbaidschan liegt zwar da, hat da Küstenanteil hier am Kaspischen Meer, aber es steigt, geht da schnell bergig und wild. Und dort gibt es Stellen, an denen von Natur aus Gas aus der Erde austritt, was man einfach entzünden kann. Da hast du so eine Art ewiges Feuer. So. Also das gibt schon ganz lange. Und daraus, wer weiß, haben sich diese Feuerkulte entwickelt. Finde ich natürlich so interessant, dass Aserbaidschan diese Feuerkulte hat und gleichzeitig sind sie halt größter Erdgasexporteur oder sowas. Ja. Und das ist auch so ein Element, was Röhrig dort reingebracht hat, in seine neue New World Religion. Ja. Und an der Stelle möchte ich mal noch eins einschmeißen. Es ist heutzutage, habe ich jetzt schon von mehreren Leuten gehört und mehrere Leute haben mir das auch schon geschrieben und haben gesagt, sag mal, kennst du das? Und zwar die Rede ist von Agni-Yoga. Agni-Yoga. Das ist im Moment durchaus en vogue. Einige von euch werden das kennen. Agni-Yoga, das ist so eine Art Ritual. Manche Leute machen das jeden Tag, es hat eben mit Feuer zu tun. Agni ist auch wieder Sanskrit, der Begriff für Feuer. Und Agni-Yoga, das ist eben hat damit was zu tun. Ein Feuer in einem Gefäß machen, in einer Schale machen und dann ein gewisses Ritual durchführen. Das Ritual Agni-Yoga, das kommt direkt von Nikolaus und Helena Röhrig. Das ist keineswegs so, wie viele von euch glauben, vielleicht, dass das jetzt irgendwie so ein altes indisches Ding ist. Das Agni-Yoga, das geht direkt zurück auf, selbst der Begriff, das hat Röhrig eingeführt. Das hat Röhrig eingeführt. Das entsteht in dieser New Age-Tradition. Wenn du in Indien bist und sagst, ich mache jetzt Agni-Yoga, ja, Leute, erstmal gucken, was meinst du damit? Natürlich, jedes einzelne Element kennen die Inder. Feuer machen, ja klar. Und kleine Opfersachen und sowas, das ist ganz normal. Aber diese Geschichte mit dem Agni-Yoga, was jetzt gerade so umgeht und dem viele folgen, ist letztens auch nichts anderes als so eine New Age-Geschichte. Es kommt von Nikolaus Röhrig. Und die wahren Ursachen sind ganz anders. Und warum ich das auch sage, ist, weißt du, das Agni-Yoga, das kann ja jeder machen. Das schadet bestimmt auch niemandem. Ich meine halt nur, wenn wir uns wirklich mal bewusst werden, dass wir freie Menschen sind. Und darum geht's. Wir brauchen weder diese alten Religion, noch brauchen wir, wenn wir die irgendwie alle zusammenmischen, eine neue Religion, wo dann wieder natürlich immer unter Führung. Es gibt keine Religion, wo die sagt, hey, wir sind einfach freie Menschen. Nein, es gibt dann immer eine Führung, in dem Fall halt dann der König der Welt, der da vorangeht und der uns sagt, was wir zu tun haben. Ich glaube nicht, dass wir es brauchen. Also ich sehe halt, und ich weiß nicht, heutzutage ist es schon fast eine extreme Meinung, aber es ist nicht so, wir sind Menschen, wir sind freie Menschen.
Wir haben eine Seele, wir sind beseelte Menschen, ich bin auch kein Materialist. Ich bin auch beides. Also ich habe ein Spirit, ich bin eine spirituelle Richtung, aber eben auch eine materielle. Beides zusammen, das ist, was der Mensch ist. Ganzheitlicher Mensch. Ich würde mich zum Beispiel nie einen spirituellen Menschen nennen. Weil das würde es verfehlen. Dann gehst du nur in eine Richtung. Genauso wie ich mich nicht als materiellen Menschen bezeichnen würde. Vielleicht zur Ganzheit strebend. Weil wenn ich jetzt sage, ganzheitlicher Mensch, ich habe auch noch meine Hausaufgaben, so ist es nicht. Ja. Also es geht aber so um die Richtung. Ja, es wird uns halt immer so erzählt, weißt du, beim Spirituellen, da brauchst du immer irgendwelche Meister, die das erzählen. Und das ist einfach nicht wahr. Hey, weißt du, wenn du als freier Mensch sagst, ich möchte einfach nur, weil ich es schön finde und weil es mein Bewusstsein ein bisschen ankickt, ich möchte meinen Tag starten, indem ich mal mir 10 Minuten Zeit nehme und in Ruhe, ich mache ein Feuer, Feuerchen stehen. Und vielleicht will ich auch noch irgendwas, was schön riecht, vielleicht ein bisschen was verbrennen. Einfach nur, ich mache das, weil es mir was bringt oder so. Dann könnt ihr das machen. Aber wir brauchen niemanden, wir brauchen keine Gurus, die uns erklären, wie du zu Gott kommst. Schau doch einfach in dir selber. Ja, und deswegen sage ich sowas wie Akne-Yoga, weil mich da schon mehrere Leute dann immer auch begeistern wollten, weil die wissen, dass ich auch in Indien bin. Ja, machst du auch mal Akne-Yoga? Ich mache keine Akne-Yoga. Ich sage euch ganz ehrlich, ich mache überhaupt keine Rituale. Oder kannst du umgekehrt sehen, kannst du sagen, dass alles, was du machst, ist Ritual. Aber ich mache keine Rituale, ich bräuchte es nicht. Ich brauche das nicht. Als freier Mensch, wir können das machen. Ich nehme mir auch mal die Zeit, ich zünde mal eine Kerze an. Ich habe mal einen Moment der Besinnung. Lauter solche Dinge. Aber es ist zu glauben, das würde dir irgendwas bringen, wenn du zwanghaft, weil es der Meister gesagt hat, weil es Meister Röhrig sagt oder Master Moriah oder wer auch immer, ey, du musst das und das machen und in der und der Reihenfolge und wenn du es falsch machst, dann ist es nicht richtig. Come on. Weißt du, habt doch einfach mal mehr Vertrauen zu euch selber so. Und ich hoffe, das hilft ein bisschen, wenn wir so erkennen, wo eben die uns so als Meister erscheinen. Weil mal gucken, aus dieser Röhrig-Linie, da kommen dann zig Nachfolger, die dann alle möglichen schlauen Bücher schreiben, New Age und das und die diese ganze Thematik bedienen. Aber ich meine, es ist, brauchen wir das wirklich? Warum schauen wir nicht einfach bei uns selber nach? Ja. Und im Gegenteil, ich halte das sogar für letzten Endes gefährlich, so diese Vision auch, weil es eben Teil ist von einer Gleichmacherei. Und das ist halt wieder, die Grundgedanke ist halt das alte Leben, so es taugt nicht, der Mensch ist schlecht und wir müssen das alles irgendwie transformieren. Und am Ende steht dann doch wieder so ein Kollektivismus. Ein Zwang. Und das klingt alles schön. Ja, wir sind dann alle spirituelle Menschen. Aber ich meine, das haben wir letzte Woche vom Ding auch gehört. George Bernard Shaw, letztes Mal. Ja, wo George Bernard Shaw davon geredet hat, von einer humanen Tötungskammer, so die er entwickeln muss. Ja. Aber wir sind alle human. Wir sind gute Leute. Aber hey, das ist kollektivistisch. Das ist der Druck. Und dieses kollektivistische Denken, das kommt aus dieser Zeit. Das ist 19. Jahrhundert, aber dann auch eben eigentlich die 20er, 30er Jahre ist dann diese Frucht schon aufgegangen. Und wenn wir das rückblickend anschauen, dann ist es einfach Wahnsinn auch, was da abgelaufen ist in der Zeit. Also dieses ganze große Denken, immer so noch größere Strukturen aufbauen, Riesenwirtschaftsprogramme, Riesenarmeen aufstellen, ist egal, aus welcher Sicht du es siehst, aber es ist immer dieses Großdenken, dieses Vertrauen auch in dass man das einfach so anrichten könnte, dass du wirklich so die Natur dir so schmieden kannst, wie du willst oder sowas, ja. Das ist dort das gemeinsame Ding und es klingt alles schön, es klingt alles nach World Peace und alles ist zusammen, aber es ist letzten Endes nur, es geht auch da wiederum um Herrschaft, es geht keineswegs darum, den Menschen zur Freiheit zu führen und das halte ich halt für super wichtig in diesem Zusammenhang, das zu verstehen. Es geht nur um uns. Wir selber können die Dinge machen. Und wenn du ein Ritual brauchst für dich, weil dir das ein bisschen hilft, dann mach einfach. Da brauchst du keine anderen Fragen, mach doch einfach. Frag doch nicht selber, geh doch nach deinem Gefühl. Ja? Was fühlt sich für dich gut an? Natürlich, sowas wie die Elemente mal zusammenbringen, ein bisschen Feuer, das ist ja klar, das macht was mit uns. Aber das kannst du selber machen. Du brauchst nicht irgendwelchen Master Moriahs folgen, die wer weiß, was für Interesse haben. Aber offensichtlich eben diese kollektivistischen Interesse, dieses Gleichschalten, so. Dieser Unterschied, da kommt von oben, kommt da die Weisheit so ein bisschen herabgerieselt so auf uns und wir dürfen sie dann gnädig annehmen. Ganz ehrlich, das ist halt alles nicht mein Ding.
Ja, da gehe ich nicht mit. Und da sehe ich auch diese ganze New Age-Geschichte, mit, wo ich mich natürlich schon ein bisschen auskenne, weil ich habe auch meinen Werdegang im Leben und in jüngeren Jahren finde ich es total faszinierend. Wow, in New Age. Und ich habe diese Sachen alle schon in jungen Jahren durch, auch so Blavatsky und faszinierend. Röhrig. Ich sage auch nicht, das sind die Bösen oder so, aber es sind faszinierende Leute. Aber wenn wir uns damit beschäftigen, dann erkennen wir auch zum Teil, also wie viele Dinge sind auch einfach wirre, viele Dinge sind getrickst. Dieses Großmannsdenken auch von Röhrig, der sich da selber dann schon so, und ich habe jetzt die krassen Bilder gleich dabei, wie er sich manchmal selber in Szene setzt, wie ein, weißt du, wie als ob er selber schon der König von Shambhala wäre und all diesen Kram. Ich meine, das ist ein Wahn, in den sollten wir uns nicht mitbegeben. Das ist meine Sache, also meine Ansicht. Also im Gegenteil, lass uns da uns emanzipieren aus diesen Dingen und einfach das Selbstvertrauen haben, dass wir das auch selber machen können. Das heißt ja nicht, dass wir nicht auch von Leuten wie Röhrig was lernen können. Weil das ist wieder das andere, genauso wie bei Madame Blavatsky. Die Leute, die so ein abenteuerliches Leben geführt haben, ja, dem würde ich natürlich gerne zuhören. Erzähl doch mal. Aber weißt du, alles, was der erzählt, kann ich leider nicht glauben. Also auch diese ganze Geschichte mit dem Stein, I doubt it. Hat er auch nie, wie gesagt, er hat ihn nicht einmal vorgezeigt. Und ja, das an sich macht es schon sehr suspekt. Ja, ich schätze, das war jetzt alles. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas Wichtiges vergessen hatte. Aber man könnte es noch viel weiter verfolgen, das ist klar. Also man kann da Bücher drüber schreiben über dieses Thema. Und es ist halt hier ein wichtiger Baustein eigentlich in dem, was wir hier machen, Woche für Woche oder Sendung für Sendung. Weil auch es ist wichtig, das zu verstehen, woher so viele Dinge kommen, die wir heute sehen. Wie ob das jetzt das Agni-Yoga ist oder ob das diese Ideen sind von einer gemeinsamen Welt, ob es diese ganze Projektion sind in die Hoffnung, durch irgendwie spirituelle Weisheit aus dem Osten könnten wir unsere Probleme alle lösen. Es ist so wichtig zu sehen, wo das herkommt, aus welchem Zeitgeist das entspringt. Und deswegen freut es mich, dass ihr hier am Start wart. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir werden das Thema weiterverfolgen. Ob beim nächsten Mal, weiß ich nicht. Aber es wird auf jeden Fall weitergehen. Und da würde ich mich freuen über eure Unterstützung, wenn ihr Noviso und unsere Arbeit unterstützt. Pusht den Kanal ein bisschen. Aber ich freue mich sowieso, wenn ihr einfach hier dabei seid und vielleicht auch einen Kommentar da lasst. Und ja, in diesem Sinne möchte ich mich von euch verabschieden. Packe ich meinen Dollar wieder ein. Viel kriegst du dafür heutzutage nicht mehr, aber hey, man kann immer wieder schöne Geschichten erzählen rund um den Greenback. Schönen Tag euch noch. Tschüss.